Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Kanalvorstellung. Mein Name ist Zockerpapa und ich stelle den Kanal von Multisash vor. Lieber Kollege, den ich kennengelernt habe vor einiger Zeit, wir haben schon einige Projekte miteinander verhackstückelt und das erste, was mir einfällt, hier, dieses Banner sieht doch sehr schön aus. Fällt mir ganz gut. So schön integriert. Dann hat hier was neu gestaltet. Täglich um 17 Uhr schon die gleiche Information. 100% Deutsch. Na, wir wollen doch den Dialekt nicht vergessen, gell? Täglich um 17 Uhr mindestens ein Video. Wir gucken uns nachher an, ob das auch so ist. Und mir gefällt es ganz gut. Und er hat einen. Hört ihr das? Schön, dass du auf meinen Kanal. Er hat einen Kanaltrailer. Ist es nicht schön, wenn du neu auf den Kanal kommst und gleich mit einem Kanaltrailer begrüßt wirst, wo du dann auch die gröbsten Sachen erfährst, sage ich mal, was macht er so, was für eine Richtung Let's Play macht er denn? Und das finde ich einfach besser, als wenn hier nur das letzte hochgeladene Video steht. Das kann man ja auch einstellen. Was ich persönlich nicht so gut finde, weil ein Kanaltrailer einfach mehr Bandbreite bietet und der Zuschauer sehen kann, was er denn so verschiedene Dinge macht. So, jetzt können wir weiter gucken, was hat er denn? Die neuesten Videos hat er drin. Dann hat er seine Playlisten hier, die Hauptprojekte, Nebenprojekte. Das ist sehr schön gemacht. Beliebte Videos, Playlisten, nochmal in der diagonalen Version und dann nochmal Verlinkung von netten Kollegen. Ich bin ein netter Kollege, ist es nicht schön? Ich bin auch ein netter Kollege, ganz ehrlich. Also gut. Also, wir gucken uns hier oben die Seite an. So, damit du auf meinem Kanal gefunden hast, mit dem Let's Player und ein oder andere Kommentar. Stimmt, der hat ja auch schon nur zwei Kommentare gemacht oder drei oder so. Da würde mir das fehlen. Vielleicht noch der Name fehlen, aber das ist auch schon alles. Ihr schreibt auch die kommenden Projekte, die kommen. Call of Duty, bla 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 bla. Dann noch Projekte, die noch geplant sind und so Geschichten, finde ich ganz gut. Und als seit neuestem hat er den einen Upload-Plan. Was passiert, wenn ich da draufklicke? Aha, ein Bildelein und dann kommt der Upload-Plan. Täglich um 17 Uhr kommt Montag, SimCity, Dienstag, Anno, das du, zwei gegen alle. Die Dummschwätze, da bin ich auch mit beteiligt, weil ich bin ja auch so ein Dummschwätze. So, ab und zu, hin und wieder kommt es dann. Sonntags ist super, wie ihr seht. So, das ist eigentlich ganz gut gemacht. Es ist schön, so einen Uploadplan zu haben. Das ist auch noch schön gestaltet. Das ist ja Wahnsinn. Da hat sich ja hier Mühe gegeben. Es gibt ja gar nicht. Partner-Channel hat er drin. Und die Abos hat er weggelassen, was ich auch immer sehr gut finde, dass er die Abos einfach rauslässt, weil das einfach nur von dem Kanal ablenkt. Partner-Channel finde ich okay, weil die Partner-Channels ihn wahrscheinlich auch verlinkt haben. Also bei mir ist das so, ich habe ihn auch verlinkt in den Partner-Channels, wo es auch hingehört. 577 Abonnenten mit 85.000 Aufrufen. Das ist schon eine Zahl. Sehr gut. Respekt. Respekt. Tja, wir gucken uns die Uploads an. Vor 90 Stunden, vor einem Tag, ein Tag, zwei Videos. Also jeden Tag mindestens ein Video, meistens kommen sogar zwei. Und das sieht doch sehr schön aus. Auch die Grafiken, die Thumbnails sehen gut aus. Alles mit Thumbnails versehen. Das gefällt mir sehr gut. Ich bewerte ja nicht. Ich sage ja nur, wie es ist. Playlisten haben wir ja schon gesehen. Da hat er alle Playlisten. Er hat auch seine Videos in die Playlisten reingepackt. Die Dummschwitze. SimCity hat er drin. Das Titanfall, das Do. Alles, was er so im Moment spielt. Attack of the B-Team und all der Krams. Alles schön in Playlisten verlinkt. Aufgeteilt in die Hauptprojekte und in die Nebenprojekte. Wobei von den Hauptprojekten, wie gesehen, immer, glaube ich, zwei Videos kommen in der Woche. So, jetzt will ich mir ja noch ein Video angucken, ne? Ich bin ja neugierig. Nehmen wir uns das letzte Video, nehmen wir SimMonster, wir nehmen mal das hier, das neueste. Aber jetzt muss ich ja gleich wieder Dings machen hier. Ich muss erst die letzte machen. Weil sonst hört man den ja nicht, ne? So.
Und dann tun wir das mal da. Hallo und recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu Anno 2070. Ja, wir sind bei Folge 12, glaube ich, angelangt. Und ja, ich habe ja gesagt, ich werde mal langsam ein bisschen in Angriff nehmen, den Unterwasserbau. Da haben wir letztes Mal ja Häusle schon gebaut haben. Moment, wo ist mein Boot? Da. Ja, die brauchen ja Nahrung. Das kriege ich ja nur unter Wasser her, deswegen werde ich das, denke ich, mal machen. Ich muss gerade mal ganz kurz gucken, wie das nochmal funktioniert. Ich muss hier natürlich hier ein Warendepot bauen. Das ist halt nur die Frage, was für eins. Frachtlager, bla bla bla, Hafen, das und so. Ob das wirklich das normale Warendepot ist? Krass, die haben so viele Straßen. Carbon, ganz, ganz gut. Ganz, ganz gut, hä? Das ist natürlich hier Ölproduktion zu Carbon. Yes, das Gott, da muss ich mich ja erstmal dran sagen. Nein, das will ich nicht. So, wir gucken mal. Unterwasserenergie. Ich glaube, das ist relativ egal. Gut, wir müssen auf jeden Fall mal Produktion. Also ich stehe am falschen. Muss auf jeden Fall mal ein Boot nach unten schicken. Werden wir jetzt gleich mal machen, dann werde ich mal gucken, ob ich da was bauen kann. Hast du unser Problem lösen können? Das bringt uns einen gewaltigen Schritt weiter. So viel zum Multisatz und dann, damit ihr sehen könnt, jetzt muss ich das wieder einschalten. Jetzt muss ich das wieder einschalten auf 5. Dass ihr mal sehen könnt oder auch denjenigen hört und sehen könnt, wie ihr damit umgeht. Also ich finde es ganz gut. Es ist nicht so viel leise, es ist nicht so viel Leerlauf drin. Er erklärt, was er da sucht und so und was er dann noch machen muss. Und es ist ein schönes Multiplay beziehungsweise ein Let's Play. Sehr gut, Anno 2070, schönes Spiel. Habe ich nie gespielt, ich habe die Anno-Teile vorher gespielt, 2070, das ist so diese moderne Sache. Das hat ja das mit der Kanalvorstellung nichts zu tun. Also folgendes. Kanalbeschreibung, Kanallink in der Beschreibung, wie immer. Ich würde euch empfehlen, diesen guten Mann doch mal zu abonnieren. Er ist im Moment dran, seine Qualität der Videos zu erhöhen. Da ist er auch schon dran, das sieht man auch. Er hat auch die Thumbnails neu gemacht und es ist einfach, also ich würde es tun. Deswegen abonniere ich den guten Mann auch. Ich hatte ja vorher schon abonniert, aber du musst bitte den abonnieren, damit ihr seht, dass ein Trailer läuft. Also im Großen und Ganzen, Multisage abonnieren und guckt euch die Sachen an, kommentiert den ganzen Spaß und wenn es euch gefällt, Daumen hoch und so und wie immer, was dann jeder YouTuber gerne hätte, das beste Feedback oder das Schönste, was ihr mal machen könnt, ist einfach Feedback zu geben. Das ist ganz wichtig für einen Let's Player. Auch für mich, ne? So, habt ihr noch irgendwelche Anregungen oder Tipps, dann immer in die Kommentare. Und ja, abonniert den Multisage und Gutes. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Kanalvorstellung. Ach so, ich muss ja noch sagen, wenn du auch willst, dass dein Kanal vorgestellt wird, dann geh auf meine Seite und oben im Banner gibt es einen Link, Bestellformular, Abo-Formular, irgendein Formular, wie heißt denn das Formular? Irgendwie Formular, Kanalvorstellungsformular oder so. Klickt drauf, füllt das Ding aus, dann kommt ihr in die Liste und dann wird er auch vorgestellt. Ich mache immer so 4 bis 5 Kanalvorstellungen die Woche und dauert halt ein bisschen, ne? Aber so lang ist die Liste nun auch wieder nicht. Also, großen Ganzen, Multisage, abonnieren und kommentieren, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, in die Kommentare. Ansonsten, bis dann, euer Zockerpapa und tschüss.